Hallo und herzlich willkommen, hier ist der Pink Panther und wir befinden uns in Battlefield 4. Und ich habe mir immer gedacht, da ich mit Nvidia, beziehungsweise mit der Grafikkarte, da gibt es so ein Aufnahmeprogramm, das ist gerade in der Beta, und man kann dann nachträglich so ein paar Minuten halt aufnehmen. Und ja, so habe ich ein paar Augenblicke gesammelt, ja, die mir gefallen haben, wo ich Spaß dran hatte. Und da habe ich mir gedacht, das schneide ich jetzt mal einfach mal zusammen und zeige es euch. Leider ist es aber auch so, dass man dann das Teamspeak mit aufnimmt. Aber ich denke mal, so arg dürfte das jetzt nicht stören. Ja, ich habe eine schöne Sniper freigeschaltet und wir haben den Hardcore Team Deathmatch gespielt. Ja, und so habe ich dann den einen oder anderen weggeholt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich am liebsten Hardcore spiele. Also gerade beim Snipern, weil dann ein Hit und die sind dann auch down. Ich habe ja mal ab und an immer so ein bisschen meine Probleme damit, die Leute irgendwie down zu kriegen. Ja, der Steve hat ja auch schon so ein ähnliches Video rausgebracht, aber ist ja gar nicht mit dem zu vergleichen, wie ich spiele. Der ist einfach völlig überpowered, der Typ, der ist ja so Oberpro und ja, ich kann mit meinen Zusammenschnitten wahrscheinlich gar nicht mithalten. Aber es sind auf jeden Fall noch ein paar lustige Situationen dabei, die dann gleich noch kommen. Und zum anderen auch habe ich wieder einen Hinweis gefunden, ne? Diese Easter Eggs. Da weiß ich aber noch nicht genau, was das Ganze auf sich hat. Werden wir dann aber auch noch gleich sehen. Ja, ihr könnt ja mal unten in die Kommentare schreiben, und das interessiert mich, was ihr so für lustige Momente im Spielen hatten, also in Battlefield, ja, oder wo ihr sagt irgendwie, oh, da habe ich einen Sniperschuss über 1000 Meter gemacht oder sowas. Hier habe ich jetzt zum Beispiel so ein 14-1 gespielt, davor hatte ich 15-0, aber ich denke mal, das ist so bei Team Deathmatch gar nicht mal so schwer. Und gerade bei Hardcore, wenn man snipert. So, das ist auch ein ganz witziger Moment. Hier hebe ich jetzt diese hypergeile Sniperwaffe auf. Also die gefällt mir unheimlich. Und weil einfach so viel Power hat, ne? Egal, ob das jetzt Softcore wäre oder nicht. Das ist eigentlich völlig egal. Und wie ihr seht, man braucht gar nicht großartig irgendwie nachladen oder sowas. Sondern da kannst du wirklich einen Schuss nach dem anderen abgeben. Ich weiß jetzt auch gerade, wie das, gar nicht, wie das heißt. So, jetzt lege ich mich hin und lade nach. Und man siehe da, auch im Battlefield passiert das so, dass die Spawns echt kacke sind irgendwie. Und drei Leute tun direkt vor mir spawnen und ja. Ich habe gedacht, WTF irgendwie. Ich sehe das nicht richtig. Ja, war auf jeden Fall geil. Das ist jetzt auch eine schöne Situation. Ich denke da oben, der lebt irgendwie noch, aber nö. Der gammelt einfach nur so darum. Und das ist mir bis jetzt in Hardcore noch nicht passiert. Also erstens, dass ich so viele Schüsse auf den abgebe. Und ja, dann das Messern so. Kontere. Der Heli, der hat das vorhin schon mal irgendwie auf mich abgesehen. Und dann habe ich halt versucht, den da runterzuschießen. Hab einfach ein bisschen drauf rumgeballert. Und dann kam er dann doch nochmal auf mich zu. Und dann siehe da. Man kann dann tatsächlich dann doch treffen und da ist er abgesegelt. Ja, war nice. Das hat mich gefreut. Ja, und hier haben wir, das ist ganz normal Conquest und wie ihr seht, ist es diesmal Softcore. Und dann nehme ich mir hier den Bootsfahrer vor und treffe den natürlich auch noch. Und dann habe ich tatsächlich mal so ein bisschen versucht, ein bisschen auf Entfernung zu snipern und das geht tatsächlich auch mit dieser Waffe. Da muss ich aber auch sagen, dass hier zack die Bohne, der hat mich dann auch nochmal eine Retourkutsche reingefahren und hat mich dann auch getroffen. Ich habe jetzt hier 814 Meter. Er hat, glaube ich, auch sowas um die 900 Meter. Jetzt habe ich hier nochmal einen, der müsste auch so knapp 900 Meter, glaube ich, werden. Schauen wir mal. Und? 810, wenn ich das jetzt richtig erkenne. Ja, das war auch geil irgendwie. Da fahren wir hier auf den anderen drauf zu und ich brakel ihn um und der hinten drauf sitzt, hier zack die Wohne, der hat den dann erschossen. Das war auch geil. Das ist eine lustige Situation. So, ich hole jetzt erstmal da den Panzer weg und will jetzt reparieren. Und jetzt werde ich angegriffen. Das Witzige ist,
Ich gehe richtig schön hinter dem Panzer und sehe gar nicht, von wo ich beschossen werde. Und der hat aber so schräg da hinten auf der Brücke gestanden. Jetzt geht er natürlich zur Flagge und will die einnehmen. Ja, da ich die natürlich verteidigen will, spawne ich dann wieder im Fahrzeug. Und dann gucke ich, wo der hinläuft. Da will er sich jetzt gerade verstecken. Und dann hole ich ihn da halt weg. Und der nächste will mich jetzt hier kaputt reparieren, deswegen bin ich ausgestiegen und hab den dann so erschossen. Und dann kommt der nächste und Roadkill. Da musste ich lachen irgendwie. Das war so geil irgendwie. Diese Abfolge halt, wie das dann so passiert ist irgendwie. Das war, fand ich cool. Ja, und hier, ja, habe ich sozusagen so einen Vierer-Kill mit Nachladen halt. Und das ist auch wieder Hardcore und da verstehe ich nicht, dass ich diesen einen da nicht auch noch erwischt habe irgendwie. Das war schade. Ja. Ach hier, da haben wir jetzt diesen Hinweis und zwar so eine chinesische Figur. Und soweit ich mitbekommen habe, gibt es die auch noch auf anderen Maps. Also wenn ihr da wisst, was es da auf sich hat mit, könnt es ja auch mal unten in die Kommentare schreiben. Würde mich mal echt interessieren, dann würde ich auch wieder ein Video machen. Der Hubschrauber hat mich jetzt vorher mit im Panzer halt beschossen. Und jetzt passiert irgendwie so was Witziges, wie so eine Fernsteuerung. Achtung. Der ist jetzt in Deckung gegangen, hat den repariert. Jetzt steigt er wieder auf. Ich gehe drauf, geht er wieder runter. Steigt aus. Ich höre auf, drauf zu zielen. Er steigt wieder ein, fährt wieder nach oben. Ne, jetzt noch nicht. Moment. So, jetzt steigt er gleich wieder ein. Achtung. Jetzt fährt er wieder hoch. Ich ziel drauf, er geht wieder runter. Das war so geil. Ich habe so gelacht, ey. Es war so elendig geil. Achtung, geht er wieder runter. Ja, einfach geil. Das war einfach irgendwie so, ja, lustige Momente irgendwie, wo ich so lachen musste. Dann habe ich mir gedacht, okay, die schneide ich jetzt mal zusammen und zeige die euch mal. Ist jetzt kein Pro-Gaming, aber ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzuschauen. Wie gesagt, vergesst es nicht. Schreibt es mal unten rein, was ihr für lustige Momente hattet in Battlefield 4. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zuschauen. Haut's drin. Tschüss.